Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute ein bisschen anders, denn ich habe hier eine Kamera und da eine Kamera und habe keinen Greenscreen im Hintergrund. WTF, was habe ich jetzt vor? Ich habe keine Ahnung, ich will das einfach mal ausprobieren, dass da noch eine Kamera steht und dass ich dann immer so hier rumspringen kann und schreien kann und jubeln kann und was weiß ich was. Einfach mein Elan, den ich eigentlich habe, wenn ich Fußball spiele oder schaue, auch in die Videos zu bringen, weil meistens, wenn ich dann hier so sitze, dann bin ich doch ein bisschen entspannter. Ich bringe mal den Elan mit rein und gebe richtig, richtig viel Gas. Falls euch das Ganze gefällt mit der und der Kamera, dann lasst doch gerne einfach mal ein Abo auf diesem Kanal da und unterstützt mich einfach mit einem Daumen nach oben. Würde mich super freuen. Glocke aktivieren ist natürlich auch immer gern gesehen. Und ja, ich wollte, um das jetzt nochmal zu sagen, dieses Video hier aufnehmen und wusste gar nicht, dass ich das Spiel Freiburg und Hertha schon gespielt habe, aber ich habe tatsächlich gerade feststellen müssen, dass ich die beiden Spiele schon gespielt habe, aber das Video einfach nicht geschnitten habe. Ich bin einfach so doof. Egal, das Video werde ich jetzt heute oder so noch schneiden, dann kommt das auch irgendwann die Tage. Und dieses jetzt hier direkt dahinter, das heißt, ich habe keine Ahnung, was in der letzten Folge eigentlich passiert ist. Wir haben auf jeden Fall zweimal gewonnen. In letzter Zeit lief es allgemein recht gut. Ich hoffe, dass wir Gas geben. Ich hoffe, dass wir hier einen geilen Sieg jetzt gegen Dynamo Kiew holen und gegen Köln dann sowieso, wobei Köln ja auch auf Platz 8 ist, also die sind gar nicht so schlecht unterwegs. Auf dieser Kamera seht ihr übrigens auch diesen wunderbaren Bildschirm. Das heißt, ihr seht genau, wenn ich mal mit euch ein bisschen rede, worum es sich hier handelt. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Also ich werde mir da ein paar Sachen überlegen. Man kann damit bestimmt was Cooles anstellen. Das ist jetzt erstmal provisorisch, auch mit diesem Mikrofon und so. Aber in Zukunft kann man da, denke ich, viel mit anstellen. Und ich werde das auch noch weiter verbessern. Und dann schauen wir einfach mal. Könnt mir gerne Tipps reinschreiben. Wie gesagt, Abo, Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Spiel. Leute, der einzige Fehler, das mir jetzt wieder auffällt, ich habe noch keine In-Ear-Kopfhörer, die ich quasi so per Bluetooth einfach in meine Ohren reinstecke. Ich höre jetzt nichts. Ich höre überhaupt nichts. Ich hoffe, dass kein Kommentator an ist und dass ich jetzt... Ach, keine Ahnung, man muss ja nicht zwingend was hören, ist mir egal. Also Kiew hat auf jeden Fall Bock. Ich habe ein bisschen damit... Oh Gott, jetzt habe ich Doppel-X gedrückt. Scheiße. Jetzt. Oh. Ey, komm doch hin! Okay, der ist Linksfuß, das heißt, er schießt ihn neben das Tor. Das heißt es. Jetzt. Ey! Was? Dass der nicht drin ist, Leute, was? Also ich meine, so gut war es nicht gespielt, aber guck dir das an. Ey. Ey, nee. Nee! Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Zum ersten Mal nehme ich so ein Video hier auf und dann komme ich nicht zurecht und kriege den Ball da nicht hinten raus. Was war das denn? Guck mal hier, was, ich habe mich da so dumm gedreht, habe Pavard glaube ich noch angepasst. Okay Leute, jetzt müssen wir richtig Gas geben. Wir liegen hinten. Wenn ich hier verliere, dann ist ja noch nicht mal sicher, dass ich weiterkomme, oder? Locker sieht auf jeden Fall anders aus. In der 32. Spielminute liegen wir hier 1:0 hinten und bisher spiele ich noch nicht so gut. Ja, da gibt es auf jeden Fall Freistoß. Aber nicht für mich. Was? Nicht für mich? Ich konnte doch nicht mehr den Pass spielen, weil der da im Weg war. Oh, Perisic kommt da nicht mehr ran und es gibt Abstoß, ey. Das kann nicht sein, Leute. 1:0 liegen wir hinten zur Pause. Das sollte eigentlich ein 2:0 für uns sein. Das war der Plan, dass ich mindestens 2 Tore hier mache. Zu 0 natürlich. Und jetzt liegen wir 1:0 hinten. Also gewinnen ist natürlich immer noch sau wichtig und das ist auch nicht unmöglich, aber nach Plan läuft das hier schon mal ganz und gar nicht. Guck mal, ich werd da... Das ist kein Foul! Ich werd da gelegt! Ey. Ey. Ey, Elfmeter! Was? Freistoß für die!
Jetzt Perisic. Jawoll! Perisic, ich wusste es. Wir schaffen es noch. 1:1. Sogar noch vor dem Wechsel. Da ist es. Perisic, bevor er rausgeht, wird er nochmal gefeiert, bejubelt. Jetzt haben wir das 1:1. Und jetzt müssen wir natürlich so schnell wie es geht mit unseren neuen frischen Männern auf die Führung drängen. Meine Herren, ist das eng, ey. Es ist zum Kotzen, da kommst du ja nicht durch. Komm, 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 Hernandez. Sehr stark. Hey. Gott sei Dank, Alter. Wäre das jetzt für die ein Freistoß gewesen? Ich glaube, ich wäre komplett ausgerastet. Robert Lewandowski, Pfosten. Komm mal, bleib dran. Pfosten. Oh. Scheiße ist das. Tolisso. Tolisso! Ja, Mann, das ist doch das. Das ist das, was ich wollte. Yes, Leute, da haben wir die Kamera für. Corentin Tolisso macht den Kopfball rein. Die Ecke. Und wir haben immer noch eine Viertelstunde. Aber wir führen. Dafür ist er eingewechselt worden. Der kann sowas. Vielleicht kann ich ihnen jetzt das Genick brechen. Das wäre ganz geil. Finde ich eigentlich ganz anziehend, Leuten das Genick zu brechen. Doch jetzt, Konter. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Ich wollte auf Müller spielen, weil der natürlich absolut frei gewesen wäre. Aber es hat nicht funktioniert. Jetzt spiele ich nochmal den Fehlpass. 30 Sekunden sind es noch. Hernandez kommt nicht hinterher. Süle muss noch wieder hin. Süle mit dem Kopf und das ist es. Das ist der Sieg. 2:1. Boah. Das Hinspiel war auf jeden Fall chilliger. Das war auf jeden Fall entspannter. Schauen wir erstmal drauf, was die anderen gespielt haben. Ganz gespannt. Auf der Seite. Oh, Club Brügge hat gewonnen. Also wenn hier Dynamo Kiew gewonnen hätte, wäre das für Kiew richtig, richtig gut gewesen nochmal. Aber, ja, wobei, also für Kiew, die waren eigentlich schon raus, deswegen gut, dass sie uns den Sieg nochmal mitnehmen lassen haben tun. Aber ich bin jetzt punktgleich mit Ajax. Und das fuckt mich so ab, dass ich jetzt nicht mehr Tore gemacht habe. Weil sonst wäre ich ja über denen, oder nicht? Hä, ich habe doch Differenz 6, 7. Hä, ich habe eine bessere Tordifferenz. Ich müsste doch über denen sein. Aber egal, in dem Spiel gegen Ajax werden wir sowieso gewinnen, ne? Zwinker, zwinker, hahaha, genau. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon gesagt habe, aber des Weiteren gehen wir natürlich auf das Transferfenster zu. Und das bedeutet, dass ihr mir gerne was reinschreiben könnt, auf welchen Positionen wir uns verbessern könnten oder halt Ersatz holen könnten. Beispielsweise David Alaba, der hat ja Davis in echt jetzt oder halt bei nach dem Update als Vertreter. Hier ist Davis ja linker Stürmer, deswegen vielleicht da was. Oder für Javi Martinez habe ich, glaube ich, gar keinen anderen defensiven Mittelfeldspieler, der da Ersatz spielen kann. Ich habe natürlich nicht das perfekte Setup, vor allem jetzt auch mit dieser Softbox im Hintergrund und ihr seht ja beide Bildschirme hier, um ein bisschen zu reden. Ihr seht ja auch, der ist ein bisschen verzögert im Vergleich zu dem, aber vielleicht kann ich mir da ein bisschen Setup-technisch was Cooles aufbauen und wer weiß, vielleicht werde ich ja mal mein Zimmer ein bisschen neu einrichten oder sogar studieren und umziehen, wer weiß, keine Ahnung, man weiß es nicht. Ich denke, das ist ganz lustig dann, wenn man so zwei Kameras... Ich probiere das hier erstmal jetzt aus so und das ist bestimmt ganz geil. Am besten hier souverän gewinnen, nicht so knapp wie gerade eben. Alaba, auf und davon. Keiner stört Alaba. Alaba und Leon Goretzka Lewandowski. Glücklich, aber es ist egal. Robert Lewandowski macht das.
1-0. Yes. Nice one. Alaba, mit dem bin ich ein bisschen lang gelaufen. Mit Goretzka dann geschossen, weil ich gemerkt habe, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr so gut, weil ich es ein bisschen verkackt habe. Und dann prallt er ab zu Robert Lewandowski und der trifft. Zuverlässig wie immer. Natürlich hinten für die Konter jetzt noch ein weniger, was echt auch gar nicht so gut ist. Sehen wir hier, Pfosten rettet. Ei, sind wir unsicher da hinten. Ein bisschen Kovac-Style gerade. Ja, die kommen schon wieder und die spielen ganz viel über lange Bälle. Haben mega viel Raum da. Boah, und Ulreich. Musste jetzt schon zwei, dreimal halten. Ja, da kommst du nicht durch. Und jetzt kontern sie wieder gut. Die Flanke kommt. Fast. Einer für Kimmich. Oh, und der bringt den da an der Linie vorbei. Das war ja geil. Auf jeden Fall sind sie torgefährlicher als wir. Und das will man eigentlich nicht. Jetzt Gnabry. Mal eine Chance wieder. Lange ist es wieder her. Na, natürlich, wir führen 1-0. Damit kann man natürlich zufrieden sein, aber... Die sind sowas von am Drücker und da kommen sie schon wieder. Und da fehlt nicht viel, bis hier das 1-1 fällt. Viertelstunde wieder und es ist wieder ein enges Spiel. Nicht so wie in den letzten Folgen. Jetzt sind die Wechsel durch. Wir haben nur Perisic als fitten Stürmer da vorne drin. Wir haben einen fitten Mittelfeldspieler mit Thiago jetzt noch dazu bekommen. Und sonst zittert die ganze Mannschaft jetzt dieses 1-0 hoffentlich über die Bühne. Der muss natürlich geschossen werden. Ah. Ja, das war knapp. Ey, ey, gib doch einen Freistoß, Schiri! Den muss er doch eigentlich geben. Aber wir können ihn zu Ulreich spielen, das ist wichtig. Eine Minute noch, ohne Nachspielzeit. Wie viel gibt's? 2 Minuten wahrscheinlich, schätze ich mal. Der Schiri pfeift keinen Freistoß. Teil 2. Es gibt 3 Minuten. Dachte, es gibt nur 2. 3 Minuten. Köln wird auf jeden Fall nochmal kommen. Und die bereiten sich gerade davor. Da ist er frei auf den Außen. Wenn er den jetzt gut bringt und er umtanzt mich. Er umtanzt den anderen auch. Er umtanzt alle. Und es ist das Scheiß 1:1. Das ist so hässlich. Das ist nicht unverdient. Sie spielen gut und ich spiele überhaupt nicht gut. Aber dass es jetzt fällt, in der 93. und er mich sowas von verarscht, zweimal um mich rumläuft und den Ball da reinschiebt. Das hätte nicht sein müssen. Ey, da passiert natürlich nichts mehr. Nee, ganz, ganz schwach. Jetzt lassen wir 2 Punkte liegen in der letzten Sekunde. Der Schiri hätte einfach nur noch einmal Freistoß pfeifen können. Und er war, finde ich, auch berechtigt. Zweimal wurde ich da vorne umgehauen. Einen davon hätte man auf jeden Fall geben können. Daher wäre die Zeit auf jeden Fall durch. Es gab keinen Freistoß. Leverkusen kommt jetzt wieder ein bisschen ran. Und das ist unser 3. Unentschieden. Scheißfolge war das. Also so, was heißt Scheißfolge? Es war halt nicht gut. Vom Spielerischen her war es nicht gut. Weil gegen Kiew war es ganz, ganz knapp. Hier war es nur ein Unentschieden. Das deutet darauf hin, dass es knapp war. Ist das nervig, ey. Ja, ist nicht gut gelaufen jetzt. Das ist natürlich unglaublich schade. Das hier ist aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und ja, was soll man sagen? Nächste Folge gegen Ajax. Das wird ganz, ganz wichtig. Ich muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen üben, damit ich hier gegen Augsburg auf jeden Fall gewinne. Das ist ganz, ganz klar. Da können wir uns nochmal ein bisschen warm schießen und warm spielen im Spiel vor Ajax. Und dann
zu Hause in München gegen Ajax Amsterdam. Ihr seht es hier. Da müssen wir auf jeden Fall einen Unentschieden rausholen oder am besten natürlich auch richtig gewinnen, einen schönen Sieg einfahren, damit wir dann wirklich auch auf Platz 1 in der Champions League weiterkommen. Ansonsten würde ich mich jetzt bedanken fürs Zuschauen. Einen Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das findet mit diesen zwei Kameras. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao!